Hallo liebe Thermostars, wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum es eine rote und eine schwarze Düse gibt. Das ist ganz einfach, beide Düsen sind ident, komplett gleich. Die eine ist rot und die andere ist schwarz. Warum? Es dient einfach der Hygiene. Ihr könnt ohne weiteres jetzt sagen, ich habe jetzt die schwarze Düse. Und die schwarze Düse verwende ich nur für meine Küche, für die schönen Sachen. Und ich habe eine rote Düse, die verwende ich dann nur, Beispiel, für eine Motorsäge, für eine WC-Reinigung oder wenn ich beim Autoputzen bin. Und dann habt ihr einfach eine hygienische Trennung und ihr habt nie irgendein Thema. Obwohl, wenn ihr hier auf Stufe 3 geht, mit Trockendampf oder auch 1, und ihr geht hier direkt dran, könnt ihr sofort nach dem Arbeiten euer Werkzeug reinigen und desinfizieren. Also ohne Probleme könnt ihr die rote Düse auch überall einsetzen, nur euer Kopf wird nicht mitspielen, wenn ihr zuerst das WC reinigt und dann das Backofen putzen geht. Das ist in Wahrheit das Thema, deswegen gibt es eine rote und eine schwarze Düse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und natürlich noch eines, warum verwende ich einfach die Düse und nur die Düse? Alle Ecken, Kanten, Ritzen, Fugen, wo man halt schwer hinkommt, kannst du mit der Düse alleine mit der Stufe 3 machen. Ob es jetzt beim Kunststofffenster das Ritzert um ist oder wenn du das Fenster aufmachst, die Ecken sind. Ihr werdet so viele Möglichkeiten entdecken. Der Horizont ist so groß, wo ihr das einsetzen könnt, dass ich das gar nicht alles im Video einsetzen kann bzw. euch zeigen kann. Ein Tipp noch vielleicht, das habt ihr von meinem Kollegen Kurt schon gehört, das Rosshaarbürstchen ist eine ganz tolle Ergänzung, wenn man gar kein Bürstchen braucht. Weil du kannst mit dem Bürstchen, das immer draufstecken kann, ohne weiteres deine Oberflächen einsprühen, Fenster etc. etc., Tische und kannst wischen, so wie du es gewohnt warst mit deinem Putzmittel. Aber du sprühst einfach mit reinem Wasser, oberflächenschonend und reinigst. Und hast den Vorteil, dass du nicht mit der Messingspitze auf irgendeiner Oberfläche kratzt, weil du das Bürstchen drauf hast. Und wenn du jetzt einen Küchengriff hast, kannst du die Küche einsprühen, wischen, kriegst du vom Küchengriff was nicht weg, fährst du mit dem Bürstchen drauf, wischt nach und hast ein astreines Ergebnis. Es ist wirklich wunderbar, ihr werdet eine riesengroße Freude haben. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!